Hi meine Lieben, ich begrüße euch zu diesem Video. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und ihr wundert euch vielleicht, weil ich ja im Moment so eine Reihe mit Subvideos hochlade und mein Subfleck lesen will und jetzt komme ich hier um die Ecke mit so einem Neuzugänge-Video. Aber es sind tatsächlich Bücher und Hörbücher und Bücher, E-Books, ja, alles Bücher, die meinen Sub nicht belasten. Und nenne dieses Video XXS Neuzugänge. Ja, ich habe nicht viele Neuzugänge, im Gegensatz zu anderen Menschen. Ja, das einzige Buch als haptisches Buch zum Anfassen, das ist ein Buch, was ich schon gelesen habe. Das habe ich mir einfach in einer anderen Sprache gekauft. Deswegen fange ich jetzt mal an und zeige euch das direkt als erstes, weil es ist so schön. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, im Jahre 2015 habe ich das gelesen und ich habe davon sehr geschwärmt und irgendwie ist jetzt durch verschiedene andere Buchmenschen, die mich auf verschiedenen Kommunikationskanälen erreichen, wie zum Beispiel Instagram, da bin ich ja auch im Moment äußerst aktiv. Ja, da hat mich immer im Moment wieder so eine Welle von diesem Buch erreicht und es geht um, ja, Abbitte bzw. auf Englisch Atonement von Ian McEwan und jetzt nur mal so als Vergleich, deutsche Version, amerikanische Version. Also Ian McEwan ist ja ein englischer Autor und das englische Buch fand ich jetzt auch nicht so ansprechend und ich erhoffe mir jetzt einfach auch von dieser amerikanischen Version, dass da jetzt der englische Originaltext nicht so sehr verändert wurde. Wäre irgendwie ein bisschen unlogisch. So viel Unterschied gibt es ja vom Englischen im Amerikanischen gar nicht so richtig. Naja, ich erkläre euch, falls ihr dieses Buch nicht kennt, falls ihr neu auf meinem Kanal seid, erstmal worum es geht. Es geht um ein Mädchen, Bryony heißt sie, die schreibt gern Theaterstücke und lebt auf einem englischen Landgut, hat eine große Schwester und ihre große Schwester ist dabei, sich zu verlieben, nämlich auch in ihren Langzeitbekannten und guten Freund aus der Kindheit, Robbie. Robbie ist der Sohn der Haushälterin und Robbie kümmert sich eigentlich auch schon so ein bisschen mit um das Anwesen, repariert und mäht Rasen und solche Sachen. Und ja, Bryony sitzt am Fenster und beobachtet verschiedene Szenen und interpretiert die komplett falsch. Ich meine, Cecilia und Robbie sind, ich glaube, so 16, 17 Jahre, würde ich meinen. Und, naja, nicht mehr Kind genug, um rein platonisch miteinander die Zeit zu verbringen. Und ja, Bryony aber eben schon. Bryony hat noch überhaupt gar keine Erfahrung mit Jungs oder soll sie auch nicht in dem Alter, um Gottes Willen. Aber sie interpretiert da einfach etwas vollkommen falsch. Ja, es kommt zur Katastrophe. Wir finden uns dann auch im Zweiten Weltkrieg wieder. Alles nicht besonders schön. Ich möchte dazu sagen, es ist ein Drama. Hier werden Tränen fließen. Ja, mir ist es sehr unter die Haut gegangen damals. Ich kann es natürlich bis heute nicht vergessen. Ich möchte es auch wieder lesen. Ich weiß noch nicht, wann ich es lesen werde. Aber ich habe diese Ausgabe entdeckt und das ist auch eine Rough-Cut-Ausgabe. Also ihr könnt ihr sehen, dieses Buch hat ja, diesen rauen Buchschnitt. Das ist also in Anlehnung damals, als die Bücher hergestellt wurden, als es richtige Schneidemaschinen noch nicht gab, wurden die mit Hand gerissen. Daher kommt also dieser Rough Cut, falls das irgendjemand interessiert. Und ja, dieses Cover ist großartig. Das soll natürlich irgendwie das Landgut darstellen, denke ich mal, wo die ganzen Menschen zusammen am Anfang leben. Ja, eigentlich würde ich es jetzt sofort gerne lesen, aber ja, ihr wisst ja, wie es ist, ihr wisst ja, wie es ist. Stapel von Büchern, man möchte 20 Bücher gleichzeitig lesen, aber man hat ja nicht so viel Zeit und ja, ich bin auf jeden Fall froh, dass ich es jetzt schon mal habe und zumindest schon mal die ganze Zeit angucken kann. Das nächste Buch, was ich für euch habe, ist ein Hörbuch und zwar geht es dabei um Die Vegetarierin und ich blende euch das mal ein. Mir ist auch gerade der Titel des Autors, der Autorin entfallen. Ich habe mich mit der Thematik noch nicht so viel beschäftigt. Ich habe mir die Hörprobe angehört. Das Buch hat mir übrigens die liebe Paddy Love Books geschenkt. Vielen Dank dafür an der Stelle. Bei Audible kann man jetzt also hin und wieder auch mal Hörbücher verschenken und das funktioniert auch, wenn man bereits Audible-Kunde ist. Ich dachte nämlich immer, das wäre für Neukunden, aber nein. Das hat mir die Paddy zukommen lassen und ich habe mir die Hörprobe angehört. Es geht um eine Frau, die Vegetarierin wird und irgendwie damit ihre Umwelt beeinflusst. Und die Szene, die ich am Anfang da gehört habe, da ging es darum, dass sie den Kühlschrank radikal umsortiert hat und der Mann anfing, sich zu beschweren. Ich glaube, es ist ein sehr spezielles Buch, dient nicht nur der Unterhaltung. Ich denke mal, dass dort auch eine gewisse Nachricht verpackt ist in diesem Buch und es hat keine lange Hördauer, ich glaube so 5 Stunden. Das Buch ist auch nicht lang, das heißt so 120 Seiten, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Alles unten verlinkt, falls ihr die Infos braucht. Und ich bin gespannt, wann ihr das hören kann. Ich hatte eh schon überlegt, ob ich mir das zulege, weil viele der Menschen, die mich mit Büchern inspirieren, dieses Buch auch schon gelesen hatten. Und
ja, das ist bei mir eingezogen. Das nächste Buch, was ich habe, was ich neu gekauft habe, wo man das eigentlich gar nicht so nennen kann, ich habe ein Gratis-E-Book geschenkt bekommen von Amazon, weil ich Prime-Kunde bin. In regelmäßigen Abständen, die ich immer noch nicht so ganz durchschaut habe, bekomme ich eine E-Mail, dass ich mir ein E-Book aussuchen darf. Und dann stehen immer drei zur Auswahl. Und bei mir ist es dieses Mal geworden, welche Farbe hat die Wahrheit? Lindsay Jane Ashford hat dieses Buch geschrieben, im Jahre 2015 schon. Und die Printausgabe, die es natürlich auch gibt, umfasst 474 Seiten. Und in dem Buch geht es um Eva. Eva lebt im oder vorm oder während des Zweiten Weltkrieges. Und Eva verliert dort ihren Mann, beziehungsweise er wird als vermisst gemeldet. Und ja, Eva befindet sich einfach in einem furchtbaren Zustand, weil sie einfach ja im Grunde mit dieser Situation nicht abschließen kann. Sie weiß nicht, was mit ihrem Mann passiert ist, ob er noch lebt, ob er nicht mehr lebt. Und das muss einfach auch ganz furchtbar für sie sein. Ja, und dann nach einiger Zeit, ich glaube nach einer langen Zeit, passiert etwas sehr Interessantes, weil Eva einen GI kennenlernt, der sich Bill nennt. Und insofern ist das besonders, weil er eine dunkle Hautfarbe hat. Und die beiden haben dann eine Beziehung miteinander. Ich kann noch nicht einschätzen, wie tiefgründig diese Beziehung ist, aber auf jeden Fall geht daraus eine Tochter hervor. Und Bill wird irgendwann versetzt und ist wahrscheinlich auch nicht ganz traurig darüber, dass er dieser Welt entflieht, der Welt voller Vorurteile, die meine ich. Und ja, Eva wird zurückgelassen mit ihrer dunkelhäutigen Tochter und muss diese Situation meistern. Und vielleicht könnt ihr es schon hören, ich finde diese Geschichte sehr, sehr interessant, weil das auch, glaube ich, heute immer noch ein Thema ist. Irgendwie schwillt das immer noch in diesen Menschen, dass es da Unterschiede gibt zwischen Schwarz und Weiß. Und wenn sich das vermischt, dann passt das einigen nicht. Und ich bin einfach wahnsinnig gespannt drauf, wie die Autorin dieses Thema beleuchtet, was sie einem mitgibt vielleicht auch. Und ja, ob es da vielleicht auch emotionale Reichweite für mich gibt, ob mir das unter die Haut geht, will ich wissen. Ich habe mir das ausgesucht und ich bin froh, dass ich dieses E-Book geschenkt gekriegt habe und freue mich darauf, es zu lesen. Ja, und des Weiteren sind noch zwei Hörbücher bei mir eingezogen und die habe ich beide gleichzeitig gekauft, weil es die bei audible.com im Sale gab. Also ich habe dort auch ein weiteres Abo abgeschlossen. Ich habe zwei Audible Abos, also ich habe zwei Guthaben, die ich im Monat verballern kann. Bei audible.com gibt es das ein oder andere Hörbuch früher als im deutschsprachigen Bereich oder überhaupt, wie zum Beispiel damals, also ausschlaggebend war, glaube ich, Dr. Strange and Mr. Norrell. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das Hörbuch gab es damals nur bei audible.com, deswegen habe ich dann dieses Abo abgeschlossen. Ich habe das zwischendurch auch schon mal länger pausiert. Aber jetzt hatte ich wieder ein neues Guthaben und dort ging es gerade um einen Sale und ich habe wieder ein Hörbuch entdeckt, was ich in Deutschland nicht entdeckt habe. Und zwar ist das von Tess of the D'Urbervilles von Thomas Hardy. Das Hörbuch, ich habe bereits ein Hörbuch und das ist vielleicht jetzt wirklich ein bisschen, naja, überempfindlich, aber ich mag diese Sprecherin, die das spricht, sehr gerne. Das ist nämlich Davina Porter. Und Davina Porter spricht auch die Outlander-Hörbücher, die es nämlich im Englischen auch ungekürzt gibt. Und ich mag ihre Stimme sehr gerne und ich finde vor allen Dingen die Art, wie sie ja vorliest, wie sie die Sätze betont und ja, wie sie diesen Charakteren Leben einhaucht. Und sie spricht auch selber auch Jamie Fraser, aber man glaubt ihr wirklich, dass sie ja ein schottischer Highlander ist in diesen Büchern. Und ich habe ein bisschen Probleme mit dem Buch, was ich habe von Tess of the D'Urbervilles. Ich habe es ja auch bisher nicht weitergelesen, es konnte mich noch nicht so richtig packen. Ich kenne ja auch den Plot schon, hängt wahrscheinlich auch damit zusammen. Aber deswegen habe ich mir in dem Sale einfach dieses Buch von Davina Porter mitbestellt und hoffe, ich kann dann auch das angefangene Buch endlich beenden. Ich werde es nicht von vorne hören, irgendwo in der Mitte bin ich stecken geblieben. Bin gespannt, ob Davina Porter mich auch in diesem Buch überzeugen kann. Ja, last but not least ist das letzte Hörbuch, was ich auch in diesem Sale bekommen habe. Und ich muss das kurz ablesen. The Haunting of Blackwood House by Darcy Coates. Ich blende es euch natürlich ein. Ihr könnt es sehen. Es geht um ein heimgesuchtes Haus. Und mir hat der Klappentext gefallen und die Hörprobe, die ich natürlich immer höre bei Hörbüchern. Es geht um ein heimgesuchtes Haus. Eine junge Frau hat in ihrer Kindheit in einem heimgesuchten Haus gelebt und ja, hat das aber nicht immer so ganz geglaubt und steht dem sehr skeptisch gegenüber. Und jetzt ist sie verheiratet oder will heiraten und
zieht mit ihrem Verlobten oder verheirateten Ehegatten in ein gekauftes Haus, ein älteres, wahrscheinlich viktorianisches Haus, nehme ich mal an. Und dort ergeben sich komische, vielleicht sogar surreale Dinge. Und ja, sie überlegt, ob vielleicht doch was an Geistergeschichten dran ist. Und mir hat an der Hörprobe einfach sehr gut gefallen, dass das sehr jugendlich gesprochen war. Gerade auf Englisch finde ich es immer besser, wenn ja die Texte ein bisschen einfacher sind. Das ist für mich besser zu verstehen und ich mag Geistergeschichten. Gibt es Menschen, die keine Geistergeschichten mögen? Ich weiß es nicht, aber ja, das Buch sprach mich an. Ich habe es gekauft und jetzt habe ich es eben als ungelesenes Hörbuch auf meinem Hörbuchsub, als ungelesene Datei in meinem Handy und ich freue mich sehr darauf, das zu lesen, zu hören. Ja. Ich weiß nicht, wie lang das Video jetzt geworden ist, aber es waren ein paar Neuzugänge und ich hoffe, es war irgendwie was Interessantes für euch dabei. Falls ihr das schon gelesen habt, was ich euch gezeigt habe, schreibt es mir in die Kommentare. Ich lege sehr viel Wert auf eure Meinung und falls ich euch mit irgendwas inspirieren konnte, sagt es mir auch. Das sind auch immer schöne Informationen für mich und ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dahin. Bye, bye.